Willkommen zurück innerhalb dieser interaktiven Toolreihe, wo wir uns ja verschiedene Möglichkeiten anschauen, mit den Schülern ins Gespräch zu kommen, zu gucken, wie können wir unseren Unterricht noch ein bisschen digitalisieren, wie können wir es schön machen, vor allem aber, wie können wir auch den Wert von digitalen Inhalten, von digitalen Möglichkeiten rausziehen, sodass für unsere Schülerinnen und Schüler wirklich der größte Nutzen entsteht. Und Frage mal an der Stelle, vielleicht kennst du auch die ein oder andere Situation. Also du hast im herkömmlichen Unterricht, du möchtest eine Vokabelsammlung machen mit den Schülerinnen und Schülern. Oder im Physikunterricht habt ihr jetzt ganz viele Fachbegriffe kennengelernt und die möchtest du irgendwie mit deinen Schülerinnen und Schülern sammeln. Am besten auch noch aufhängen, sodass jeder die sehen kann, sich jederzeit auch nochmal anschauen kann und ergänzen kann. Oder im Fach Deutsch. Ihr habt eine Lektüre gelesen und jetzt sollen deine Schülerinnen und Schüler diese Lektüre weiterschreiben, ein alternatives Ende formulieren, Aufgaben zum Buch machen oder. All das geht natürlich auf ganz herkömmliche, analoge Art und Weise. Das heißt, unsere Schülerinnen und Schüler benutzen ihr Heft, benutzen ihre Mappe, wir benutzen Plakate, Poster und sammeln dort diese ganzen Dinge dran. Das läuft. Und jetzt kommt der Wert von Digitalisierung. Lass uns das doch komplett gemeinsam machen. Lass uns das kollaborativ machen. Lass uns gleichzeitig an den Inhalten arbeiten, sodass auch gleichzeitig alle darauf zugreifen können, sehen können, was hat der andere wann, wie gemacht. Vielleicht kann ich den anderen kommentieren. Ich kann eine Rückmeldung geben. Ich kann nachvollziehen, was du dir dabei gedacht hast. Und genau darum geht es heute. Es geht um Kollaboration beim Schreiben. Und beim Thema Kollaboration beim Schreiben, da kommen wir an einer Funktionalität nicht vorbei. Und das ist das Stichwort Etherpads. Wenn du ein Lernmanagementsystem benutzt, wie beispielsweise Moodle, It's Learning, iSurf, dann ist dort vielleicht sogar schon so ein Etherpad integriert. Dann kannst du das direkt in dieser Plattform benutzen. Allerdings, wenn du das jetzt nicht hast oder auch außer der Reihe mal was mit deinen Schülerinnen und Schülern machen möchtest, dann zeige ich dir jetzt, wie das Ganze funktioniert. Ich teile dafür wieder meinen Bildschirm, dann kannst du gerne bei mir mit draufschauen. Denn ich möchte dir heute eine Plattform vorstellen, mit der man ganz, ganz toll diese Kollaboration mit den Schülerinnen und Schülern initiieren kann. Und du findest sie auf der Seite zumpad.zum.de. Dieses Zumpad ist ein Etherpad der Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V. Also du hörst schon am Namen, es ist ein Verein und die haben es sich zur Aufgabe gemacht, auf der einen Seite Open-Source-Materialien und Unterrichtsinhalte zur Verfügung zu stellen und auf der anderen Seite jetzt auch eine Plattform zur Verfügung zu stellen, die die Möglichkeit bietet, diese kostenlosen Etherpads mit deinen Schülerinnen und Schülern ganz unkompliziert, ohne Anmeldung, ohne Registrierung, kostenlos zu starten. Und wie das geht, lass uns das Schritt für Schritt genauer anschauen. Wenn du auf der Startseite hier landest von zumpad.zum.de, dann zoomen wir ein bisschen rein. Und das Erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen diesem neuen Zumpad einen Namen geben. Das heißt, wir müssen hingehen und überlegen, naja, worum geht es denn vielleicht? Also vielleicht Kurzgeschichte Deutsch. Ich gebe das mal als Begriff ein. Wir könnten auch sagen, OER-Camp könnte ich auch als Begriff eingeben. Du siehst schon, wenn ich jetzt mal OER-Camp eingebe und auf OK, oder wir geben nochmal ein OER-Camp-Webinar, dann ist das richtig eindeutig. Das wird nachher auch oben in der URL zu sehen sein. Ich klicke auf OK. Und schon ist dieses neue Zumpad angelegt. Es ist erstmal komplett leer. Du siehst auch oben, was ich vorhin schon sagte, in der URL nachher, dann steht da zumpad.zum.de/ und dann taucht da der Name ein, auf den du gerade eingegeben hast. Und das in der Mitte, das ist erst einmal der Texteditor. Das heißt, ganz wichtig, auch an der Stelle schon mal zum gegenseitigen Verständnis, mit so einem Etherpad kannst du tatsächlich wirklich nur Text kollaborieren. Das heißt, du kannst wirklich nur Text sammeln, Links sammeln. Du kannst an der Stelle aber leider nicht Fotomaterialien einstellen. Du könntest jetzt auch nicht irgendwie Videos einstellen. Das geht tatsächlich nur über Verlinkungen.
Also ein reines Textdokument. Wofür brauche ich das jetzt? Ja, für all die Anlässe, die ich vorhin genannt habe, zum Sammeln von Fachbegriffen, Vokabeln. Wenn ich Schüler die Hausaufgaben untereinander austauschen lassen möchte, zur Vorbereitung von Portfolioaufgaben, Referaten oder auch mit Textformulierung. Und du siehst, jedes Mal, wenn was passiert, taucht das hier auch im Bildschirm auf. Und wir gucken uns jetzt einfach mal die Menüpunkte der Reihe nach an. Und auch dafür zoome ich gerne wieder ein bisschen weiter rein. Und zwar oben rechts in die Ecke. Dort finden wir schon mal eine ganze Menge wichtige Funktionen. Erste Funktion ist nämlich, auf diese Figur oben rechts zu klicken. Und zwar, wenn ich das mache, dann steht bei mir jetzt Sebastian. Mein Vorname, ich könnte da jetzt auch irgendwas hinschreiben, aber das ist quasi die Möglichkeit für das Programm, damit nachher auch sichergestellt ist, dass ich nachvollziehen kann, wer hat eigentlich was wann geschrieben. Ich könnte da jetzt, wie gesagt, auch Mediencoaching eintragen. Und dann ist es automatisch gespeichert. Klick wieder auf den Namen und es ist weg. Die Zahl rechts daneben zeigt mir übrigens an, wie viele andere Personen gerade mit meinem Zoom-Pad verbunden sind. Das heißt, klicke ich nochmal auf den Namen drauf, dann sehen wir das. In diesem Fall ist neben mir, ich stehe immer ganz oben und das ist auch das einzige Feld, was ich bearbeiten kann, also wo ich einen Namen eintragen kann. Und hier würden dann alle anderen Namen auftauchen oder wieder verschwinden. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit deine Schülerinnen und Schüler sich identifizieren. Da müssen sie sich nicht mit ihrem Klarnamen identifizieren. Wie immer, nimm die Klassenliste als Tipp, mach so eine Dechivrierliste draus und sag beispielsweise, Fritz Meier ist immer Schüler 5, Ursula XY ist immer Schüler 12 und so weiter. Nur wichtig, ich muss hier irgendwas eintragen, damit ich auch nachvollziehen kann, wer was gemacht hat. Gehen wir mal von rechts nach links weiter durch die Menüpunkte. Wir haben hier das nächste Symbol, nämlich das Teilen-Symbol. Und dort habe ich den Link, den kann ich kopieren und dann über ein Lernmanagement zur Verfügung stellen. Ich kann es als E-Mail verschicken, ich kann es wieder kürzen. Guck dir da gerne auch mal die andere Folge innerhalb dieser Reihe zu an, wie das funktioniert, wie du also diesen langen Link wieder kurz machen kannst, wie du den in einen QR-Code verwandelst, damit deine Schüler schnell darauf zugreifen können. Du könntest an der Stelle auch einstellen tatsächlich, dass deine Schülerinnen und Schüler nur lesen können und tatsächlich nicht schreiben können. Macht vielleicht am Ende Sinn, wenn wirklich alle Inhalte schon auf dem Etherpad zusammengetragen wurden. Das Zahnrad beinhaltet noch so ein paar Einstellungen, wie das Ganze dargestellt wird, zum Beispiel die Zeilennummer, ob es eine Autorenfarbe gibt. Das könntest du hier entsprechend anklicken oder auch wieder abwählen. Ich überspringe mal zwei Dinge und komme mal direkt hier zu den Pfeilen. Muss ja ein bisschen rausgehen, damit man es sieht. Und zwar kannst du an der Stelle entweder dein gespeichertes Etherpad hochladen, also importieren, oder du kannst alle Inhalte exportieren. Warum macht das Sinn? Es ist halt ein kostenloses Tool und das bedeutet, ab und zu bereinigen die ihre Server. Und es könnte ja sein, dass dabei zufällig auch dein Etherpad dann verschwindet. Von daher ein ganz wichtiger Tipp, ab und zu mal das Etherpad zu exportieren und dabei stehen dir verschiedene Formate zur Verfügung, sodass du es nachher wieder hier hochladen, also importieren kannst, um daran weiterzuarbeiten. Und du siehst ja auch schon, du hast verschiedene Exportmöglichkeiten. Du kannst es nicht nur als Etherpad exportieren, sondern auch direkt als Text- oder Word-Datei oder sogar als PDF, um es dann auch nochmal im analogen Kontext weiterverwenden zu können. Das so viel zu den Funktionalitäten auf der rechten Seite. Ich komme gleich noch zu diesem Sternchen und geschlossenen Kreis da. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach links. Auf der linken Seite haben wir die ganz normalen Überschriften, Werkzeuge, wie wir sie auch aus ganz normalen Textverarbeitungsprogrammen kennen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Text fett zu schreiben, ihn kursiv zu schreiben, ihn zu unterstreichen oder sogar durchzustreichen. Und dann kann ich natürlich Dinge numerieren. Ich kann sie aber auch mit so Spiegelstrichen sortieren. Ich kann jeden Schritt rückgängig machen oder nach vorne springen.
Dann kann ich hier noch auswählen, ist der Text als normaler Text sichtbar oder ist es eine hervorzuhebende Überschrift? Und über Color kann ich die Farbe einstellen, mit der ich mich hier gleich erkenntlich zeige. Und auch das ist wieder wichtig, damit wir ständig im Blick haben, ja, was eigentlich wer die ganze Zeit über macht. Warum? Ich zeige mir jetzt mal ein Beispiel. Also wir haben jetzt die Situation, wir machen eine Fachbegriffssammlung im Physikunterricht. Und du siehst, mein Text wird automatisch farbig dargestellt. Jetzt könnte ich hingehen und könnte sagen, der erste Fachbegriff wäre vielleicht Optik. Und dann sammeln wir dazu die Erklärung. Was ist dazu die Erklärung? Was ist die Erläuterung? Was sollten wir da vielleicht zu wissen? Gibt es vielleicht eine tolle Website im Internet, die wir uns dazu merken wollen? Das könnten jetzt alle deine Schülerinnen und Schüler, die auch auf diesem Etherpad gerade unterwegs sind, hier einfach drunter schreiben. Und du würdest dann sehen, ich kann es auch mal fett machen und unterstreichen. Und je nachdem, wer gerade dabei ist, würde eine andere Farbe bekommen. Und dann würden hier ganz, ganz viele Farben auftauchen. Und dann wüsstest du genau, aha, grün ist dann vielleicht Schüler 1, blau ist Schüler 2 und so weiter. Du kannst also auch nachverfolgen, welcher Schüler, welche Schülerin sich an diesem Etherpad beteiligt. Und jetzt kommen wir zu dieser Funktion, die ich vorhin gezeigt habe, nämlich dieser halbgeschlossene Kreis mit dem Pfeil dran und dem Sternchen. Wenn ich auf diesen halbgeschlossenen Kreis da rückwärts klicke, da macht das Folgendes. Alles, was in diesem Etherpad passiert, wird automatisch mitgeschnitten. Das bedeutet, es wird genau aufgezeichnet, zu welcher Uhrzeit, an welchem Tag, Sekunden genau, passiert was und von wem. Und ich könnte dann genau hingucken und sagen, aha, jetzt schreibt nämlich jemand, du siehst es unten links, das wird mitgezeichnet, aufgezeichnet. Und ich könnte jetzt hingehen und quasi den Schieberegler hier mal an den Anfang setzen und dann ist es wieder in der Ursprungsform. Klicke ich jetzt auf Play, dann läuft der Cursor so durch und zeigt mir an, aha, das ist alles bei der Erstellung von diesem Etherpad passiert. Und anhand der Farben kann ich dann auch und anhand der Autorennamen oben, kann ich dann genau nachgucken, Schüler 1 war dabei, Schüler 2, Schüler 3, Schüler 4. Ist also auch zur Vermeidung von, naja, sagen wir mal, unschönen Begrifflichkeiten oder ja, wenn unsere Schüler irgendwie witzig sein wollen und da was Blödes reinschreiben, dann könnte ich das damit identifizieren. Ich kann über einen Klick oben rechts auf Zurück zum Pad auch logischerweise wieder zurück zu meinem Etherpad kommen. Und dann sehen wir hier in der Übersicht wieder alles das, was passiert. Ich kann auch hingehen, ich schreibe jetzt mal vielleicht neben Optik noch was wie Magnetismus. Und klicke jetzt oben rechts nicht auf diesen Abspul-Button, sondern auf das Sternchen. In dem Moment, wo ich auf das Sternchen klicke, du siehst es hier in der Mitte, wird ein automatischer extra Speicherpunkt erstellt, deines Etherpads. Du kannst dir immer das gesamte Etherpad angucken. Du kannst aber auch zu bestimmten Speicherpunkten hingehen. Und wenn ich jetzt nochmal in den Bearbeitungsverlauf reingehe, da ist er, dann sehe ich dort oben, hat sich ein Sternchen eingebaut. Und dieses Sternchen ist jetzt dafür da, damit ich, du siehst, rechts laufen die Sekunden automatisch weiter. Ich kann aber auf das Sternchen draufklicken und er zeigt mir an, was genau zu diesem Speicherpunkt passiert ist. Klicke ich jetzt wieder auf Play, dann geht es halt ganz normal weiter. Und du siehst, in der Zwischenzeit gibt es einen neuen Teilnehmer dieses Etherpads, der jetzt in diesem Fall Mechanik hingeschrieben hat. Und mit einem Klick oben rechts wieder auf Zurück zum Pad lande ich wieder in meinem Etherpad. Und du siehst es jetzt hier auch auf der linken Seite. Dort siehst du jetzt, neben meinen lila hinterlegten Begrifflichkeiten gibt es auch den Begriff Mechanik. Der ist jetzt andersfarbig hinterlegt, sodass ich halt weiß, ah, der war's, der hat sich beteiligt. Und damit kann ich jetzt ganz, ganz ja, interessante Sachen machen. Ich könnte also Rezeptlisten erstellen. Ich könnte im Deutschunterricht Schülerinnen und Schüler
eine Geschichte weiter formulieren lassen, indem ich eben sage, zwei Schüler schreiben den Einstieg des Endes, zwei Schüler schreiben den Hauptteil des Endes und zwei Schüler sind für das Ende verantwortlich. Und dadurch, dass ich ja sehe, was die anderen Schülerinnen und Schüler gerade machen und was die beigetragen haben, kann ich eben meine Geschichte entsprechend fortsetzen. Oder ich kann hier hingehen und die Fachbegriffe immer wieder anreichern lassen. Also ich könnte jetzt hingehen und unter Optik ganz, ganz viele Spiegelstriche machen mit den wichtigsten Merkmalen, die meine Schülerinnen und Schüler jetzt live im Unterricht dort eintragen sollen. Das heißt, entsteht also ein Live-Tafelbild auf eine ganz andere Art und Weise. Ich kann das also im Präsenzunterricht einsetzen, ich kann es aber auch im Distanzunterricht einsetzen, indem ich sage, Aufgabe bis nächste Woche Freitag. Und mit Distanzunterricht meine ich an der Stelle wirklich Distanzunterricht in der Corona-Situation, aber auch Distanzunterricht, wenn es darum geht, dass wir nicht lernen zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, mit den gleichen Möglichkeiten machen. Sondern, dass ich meinen Schülern sage, bis nächste Woche Freitag möchte ich, dass dort alle ihr Vorwissen eingetragen haben zum Thema Mathematik, Bruchrechnung. Oder du schreibst schon mal dein Vorwissen rein zu der Lektüre, die wir jetzt gemeinsam lesen werden. Oder du suchst dir mindestens einen Link im Internet mit deinem Rezept raus, postest mal dieses Rezept dort in diesem Etherpad. Und dann wäre die nächste Aufgabe im nächsten Schritt, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung formulieren zu lassen zu diesem Rezept. Also auch als Idee vielleicht, ich packe einen Link zu einem Video rein, wo ich mir etwas angucken kann und die Schüler machen dann beispielsweise eine Vorgangsbeschreibung hier im Etherpad, aber gesammelt, sodass ich auf alle Vorgänge zurückgreifen kann. Es bekommt ja eine ganz andere Relevanz, wenn ich so eine Vorgangsbeschreibung, die ja häufig anhand von einem Rezept gemacht wird, wenn ich ein Video habe und ich habe dann nachher die Beschreibung der einzelnen Rezeptschritte von ganz unterschiedlichen Rezepten. Jeder Schüler sucht sich sein Rezept raus. Das heißt, ich habe in der Zeit Rezepte schreiben gelernt. Ich habe gelernt, wie eine Vorgangsbeschreibung funktioniert. Ich habe aber gleichzeitig auch eine Rezeptsammlung für mich gewonnen, die ich nachher nochmal verwenden kann. Vielleicht aus dem internationalen Umfeld meiner Schulklasse, meiner Mitschülerinnen und Mitschüler. Dann habe ich Metakompetenzen erworben, indem ich eben in der Lage bin, in so einem Online-Tool zu arbeiten. Ich habe Metakompetenz bewiesen, weil ich nicht irgendwelchen Blödsinn eingetragen habe, weil ich ja weiß, das kann nachvollzogen werden, sondern ich habe wirklich ernsthaftlich Inhalte beigetragen. Denn theoretisch kann in so einem Etherpad nichts verloren gehen. Es kann nichts gelöscht werden. Klar kann ich jetzt hier den Spiegelstrich wegmachen. Aber ich kann ja direkt oben dann wieder reingehen in den Bearbeitungsverlauf. Und im Bearbeitungsverlauf kann ich ja dann den Text wiederherstellen lassen. Genau. Also ich kann immer auch wieder Text zurückholen und dann hier entsprechend wieder einfügen. Dafür sind halt diese Speicherpunkte. Und jetzt sind wir in einem ganz lehrerzentrierten Kontext, von dem wir gerade sprechen. Aber du kannst das ja auch ganz schülerzentriert machen, indem du eben sagst, naja, meldet euch doch einfach mal bei Zumpet an und sagt doch mal, bei Zumpet könnt ihr euch ja kostenlos machen, ist ja kein Datenschutzproblem da. Legt doch einfach mal ein Zumpet für eure Projektarbeit an. Legt ein Zumpet für euer Portfolio an, für eure Textearbeitung. Da will ich als Lehrer vielleicht auch gar nicht drauf gucken. Aber ihr könnt euch untereinander austauschen, weil es gibt eine letzte Funktionalität, die ich euch gerne und dir gerne zeigen möchte. Es gibt auch die Möglichkeit, unten auf Unterhaltung zu klicken. Und in der Unterhaltung habe ich die Möglichkeit, mit den anderen zu chatten, die gerade auch dort sind, beziehungsweise die Nachricht wird hinterlassen und die anderen würden es dann sehen. Ich kann also auch in einem gesicherten Rahmen miteinander schreiben und mich austauschen, Fragen stellen. Jetzt ist natürlich die Situation so, erstmal kann jeder dieses Zumpad aufrufen. Also es gibt auch Alternativen, wo ich passwortgeschützt arbeiten kann, auch im iSurf arbeiten kann und so weiter. Dieses Zumpad, sobald ich den Link kenne, ist natürlich für alle zugänglich.
Das bedeutet, wenn ich oben einmal auf dieses Teilen-Symbol klicke, den Link verteile, dann können alle, egal ob Schülerinnen in meiner Klasse oder auch andere Schüler oder auch andere Erwachsene, können dann hier mitschreiben. Das muss ich vielleicht ein bisschen beachten. Das heißt, auf keinen Fall irgendwelche datenschutzrelevanten Daten hier zusammentragen, speichern oder aufnehmen. Aber ansonsten ist das ein ganz, ganz feines Tool, um super kreativ mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten. Und du siehst es hier gerade schon. Während ich jetzt diesen Webtalk hier gebe, wird das Etherpad genutzt, um Fragen zu stellen. Nämlich beispielsweise, kann ich Dinge wiederherstellen? Wir gucken uns mal den Bearbeitungsverlauf an. Also ich mache jetzt mal hier Mechanik und Magnetismus weg. Gehe jetzt in den Bearbeitungsverlauf. So. Moment. Aber hier. Und könnt ihr jetzt wieder auf Play klicken. Und jetzt sehen wir, das Etherpad wird auf- und abgeschrieben. Es passiert was. Jetzt ist der Blödsinn weg. Steht da jetzt beispielsweise als Text. Bla, 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 bla. Ist ja auch nur ein Beispiel. Ich könnte natürlich jetzt als Lehrkraft hingehen, den Text markieren. Ne? Kombination, Steuerung C. Gehe zurück zum Pad. Drücke Steuerung V. Damit ist der Text dann wieder da. Natürlich dann unter meinem Namen, das heißt also, die ursprüngliche Farbzuordnung des ursprünglichen Urhebers dieses Textbausteins wäre nicht mehr gegeben. Aber zumindest habe ich die Inhalte gesichert. Also alles in allem, finde ich, ist das ein sehr, sehr gelungenes Tool, eine sehr gelungene Möglichkeit, schnell in Echtzeit, ohne große Anmeldung, ohne große Schritte, ganz einfach ein geteiltes Dokument mit den Schülerinnen und Schülern aufzumachen, dann in die Kreativität reinzugehen und gemeinsam an Inhalten zu arbeiten. Weil genau das macht doch Digitalisierung aus, dass ich neue Wege einschlage, den Wert von Digitalisierung nutze und nicht das Problem habe, ich muss jetzt wieder alle um ein Plakat drumherum versammeln oder es können nur drei gleichzeitig schreiben. Hier können eben alle gleichzeitig arbeiten. Das heißt, auch eine hohe Schüleraktivität ist gegeben. Von daher, wie immer, probier es einfach mal aus. Ich mag es total gerne. Es lohnt sich absolut. Vielleicht ist es in deinem Lernmanagementsystem sogar schon eingebaut. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns hoffentlich in einer der anderen Folgen wieder. Bis dahin, eine gute Zeit.